Moin ihr Lieben, ich bin gerade aus dem Bahnhof Großwürdicke gestolpert und jetzt geht's in Richtung Naturschutzgebiet Bukower See und Luchlandschaft. Das ist ein artenreiches Naturschutzgebiet, relativ klein und ihr kommt jetzt einfach mal mit. Um 1737 gab es noch eine Schlossanlage. Davon sind jedoch nur dieser Teich und eine Kapelle übrig geblieben. Gut, natürlich darf auch der hölzerne Wächter nicht vergessen werden. Zum Glück hatte der Gute noch geschlafen. Und während an einer kleinen Schleuse der Zahn der Zeit nagte, ging es für mich dann weiter. Oh, und oh Wunder, es wurde windig. Sehr windig. Und zum Glück bin ich, wie so häufig in letzter Zeit, noch niemandem auf meiner Tour begegnet. Selbst die Ortschaft war wie ausgestorben. Ha, Kühe. Die frieren wohl nicht. Oh, das gibt es noch zu sagen. 284 faunistisch festgehaltene Arten gibt es hier in dem Gebiet, wovon 84 gefährdet sind. Und falls es hier ab und zu mal knallt, nebenan verballert die Bundeswehr, was noch so funktioniert im Arsenal. Deswegen erschüttert sie immer so ein bisschen. Gehört? Okay, weiter geht's. Hoffentlich schießen sie nicht daneben. Bei all der Umzäunung war es wirklich schwer, die Wege zu finden. Und dieses gute Stück hier ist nicht wirklich ein Lost Place, doch irgendwie auch schon ganz interessant für sich. Es wurde schon eine ganze Weile außer Betrieb. Und ach, nicht vom pinken Fleck ablenken lassen. Das Objektiv hatte leider keine Gegenlichtblende aufgesetzt zu dem Zeitpunkt. Widmen wir uns doch lieber der fotografischen Jagd nach Vögeln aller Art. Es sollte auch nicht lange dauern, bis ich die ein oder andere Feder blicken lassen wollte. Zu meiner Verteidigung muss ich aber sagen, ich musste hier bei 600 mm Brennweite manuell den Fokus nachführen. Nicht so einfach wie gedacht, aber irgendwie ist das auch ein Training gewesen. So ihr Lieben, weiter geht's Richtung
Naturschutzgebiet Trittsee Bruchbach nahe Mühlenberg. Stopp, stopp, stopp. Der Ort heißt Steckelsdorf. Da ist nur ein Berg, der sich Mühlenberg nennt. Das ist nur eine kurze Korrektur. Okay, weiter geht's. Das ist die Ortschaft. Das ist nämlich ein zusammenhängendes Naturschutzgebiet und das Bukoa Naturschutzgebiet. Ich habe mich da drauf ein bisschen bewegt, aber es ist unglaublich schwer Aufnahmen zu machen. Es ist extrem windig heute wieder. Und auf so einer offenen Landschaft macht es sich schwer. Aber mal schauen. Für uns geht es jetzt in die Richtung weiter. Oh, ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr, aber wahrscheinlich schon. Das Naturschutzgebiet Bukoa Bruch, See und Luch, das war auch ganz schön zeckenverseucht, muss ich sagen. Also die sind da in größerer Zahl an mir rumgekrabbelt. Das ist Wahnsinn. Und jetzt bin ich hier in einem Waldgebiet unterwegs, zwischen den beiden Naturschutzgebieten. Und auch hier hört man immer noch die Bundeswehr, wie sie ihre Munition verballert. Aber gut, sei es drum. Wir sehen uns gleich wieder. Nach knapp 5 Stunden jetzt doch mal was zu trinken. Hat ja lange genug gedauert. Und bin jetzt auch schon in der Nähe von der Ortschaft. Das Wetter setzt einen doch ganz schön zu. Ab und zu kommt die Sonne raus, aber viel zu unregelmäßig und viel zu selten. Trotz der Wettervorhersage teilweise sonnig, fing es irgendwann an zu hageln und zu regnen und so habe ich den taktischen Rückzug angetreten und leider gibt es keinen vernünftigen Abspann. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ihr habt hier noch eine Empfehlung und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.